In diesem Video verraten wir dir unsere Neuzugänge, die wir uns in den letzten Wochen gekauft haben. Leider haben wir es bisher noch nicht geschafft, zu jedem Parfüm ein Video zu machen. Einige werdet ihr aber schon kennen. Und wir starten direkt mal mit dem ersten. Und zwar ist es der Tom Ford Noir Extreme Parfüm. Und das muss ich ja echt sagen, ist mittlerweile einer meiner Favoriten geworden. Wir hatten da ja dazu ein Review gemacht. Wir hatten dazu auch eine Straßenumfrage gemacht, unser allererster. Ja. Und der kam ja auch sehr gut bei den Leuten an. Mega gut. Vor Mega allem gut. haben voll viele gesagt, dass der Unisex ist, ne? Dass den auch Frauen tragen können. Das kann ich absolut bestätigen. Ich habe den ja auch schon mal getragen und da fandst du ihn auch sehr, sehr Ja, gut. war gut, ja. Richtig tolles Parfüm. Mein absoluter Neuzugang ist von Hildegard Braukmann und zwar das Mediterra Lemon Garden. Hört sich ganz schön deutsch an. Das habe ich wirklich krass durch Zufall entdeckt und mir war überhaupt nicht bewusst, dass diese Firma auch Parfüm herstellt. Das ist ein Eau de Toilette. Und ich habe den gerochen. Und hier bei dem Duft, das war der erste Zitrusduft, wo ich direkt auf Anhieb sage, boah, geil. Ne? Der riecht so schön, weil das da so eine coole Assoziation Ich steht. finde, er riecht halt zitronig plus gemähtes Gras. Ja, Das ist so der Duft. das ist es. Und das riecht so fantastisch. Echt für den Sommer, wie auch immer. Also hier jetzt gerade, der hält auch ein paar Stunden. Also 4, 5 Stunden ist der safe. Richtig cool, richtig motivierendes Stückchen. Bin ich echt froh, weil der war übelst günstig. Ich habe dafür 5 € bezahlt, dass ich den einfach mal mitgenommen habe. Ein weiterer Neuzugang, den ihr auch schon aus den Top 10 Herbst kennt, ist der Jazz Lab von Replica. Der ist Boah. schön, Ja, ja, vanillig. alkoholisch, vanillig, ja, Warm. leicht rauchig. Das ist so, ihr merkt das, da fehlen einem so die Worte, wenn man diesen Duft einatmet. Das ist so direkt so, boah, in your brain, ja, der ist Gut gemacht. richtig gut Sehr gemacht. gut gemacht. Ja. Übrigens, wir packen auch gleich noch ein Parfüm zusammen aus. Bleib Yeah. also unbedingt dran. Unboxing! Ja, auf dem Flakon selbst steht ja auch eine Fragrance Description und hier wird beschrieben Headache Cocktails and Cigars. Ja, passt ja, Passt ne? ja, passt sehr Mega. gut, ja. Weitere Neuzugänge waren die Ronaldo-Düfte. Und zwar hier, insbesondere habe ich jetzt mal die Private Edition rausgefischt für das Video, weil die einfach sehr, sehr besonders ist. Oh ja. Boah, das riecht schon so nischig, dieses Parfüm irgendwie Krass, ne? gefühlt. Ja, das Wo ist das ja relativ günstig super ist. günstig. Ja, vielleicht Ja. 30 Euro, 35 Euro. Und es ist so eine, es riecht ein bisschen schokoladig. Rauchig, warm, ja, für den Herbst und Winter auf jeden Fall zu empfehlen. Also das könnte ich unbedingt mal angucken. Es hat mich wirklich oder uns beide echt überrascht. Ja, also wer das Ronaldo-Video noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reinschauen. Weiter geht's mit den No Limits vom Philipp Lyon, das Eau de Parfum. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, man hat hier ein übelst cooles, krasses Hologramm. Das finde ich einfach cool gemacht. Ja. Der Duft, der ist ja leider nicht so gut bewertet bei Parfumo. Ich weiß aber nicht warum. Der startet echt übelst krass. Ja. Also so richtig in your face. Also, ich verstehe wirklich auch nicht, warum der Duft nicht einen Hype verdient hat oder ja, dass der einfach gemocht wird. Der ist bei Parfumo ja wirklich ein Ja, bisschen der ist down sehr, gesprochen, sehr ne? schlecht bewertet. Schade, Ja. weil der ist nicht schlecht. Der ist ja von einem wirklich sehr bekannten Parfümeur kreiert worden, Ja. ne, vom Alberto Morelas Ja. heißt der. Und er geht ja auch so ein bisschen in dieses schokoladig-vanillige rein, für Auch mich, für ja. meine Nase so. Ich finde den super schön, Ich ja. muss sagen, ganz ehrlich, wo ich den mal das erste Mal gerochen hatte, das war irgendwann letztes Jahr, dachte ich mir auch so, das riecht aber krass. Aber so mittlerweile habe ich mich so an diese krass dollen Parfüms gewöhnt. Also ich finde die jetzt mittlerweile relativ gut, vielleicht liegt es jetzt auch an der aktuellen Jahreszeit. Und der gefällt mir einfach. Also ich teste den jetzt mal. Ich weiß nicht, ob dazu ein Video kommen wird. Ja. Aber testen werde ich ihn auf jeden Fall mal und werde natürlich da auch dann die Erfahrungen, die wir dann gemacht haben, mit euch teilen. Was ich ganz spannend fand, war auch bei den Bewertungen von diesem Parfüm, ist, da stand beispielsweise, wenn der jetzt von Tom Ford gemacht worden Ja. wäre, wäre es gehypt worden und nur weil es jetzt von Philipp Lyon ist, ist es dann halt schlecht bewertet. Das ist auch Was das ein Blödsinn, Gleiche, was ne? wir auch bei den Ja. Ronaldo-Düften schon gesagt hatten. Nur weil das jetzt von diesem Fußballspieler ist, heißt ja nicht, dass die Parfüms schlecht sind. Richtig. Und man muss wirklich festhalten, an dem Duft ist nichts verkehrt, ne? Also was wir ihn jetzt empfinden, ist der Duft gut. Das nächste, was ich mir vor ein paar Wochen gekauft habe, ist tatsächlich ein Body Fragrance. Das ist halt ein Body Spray. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Und zwar von Isana und das Aloha
Aloha Hawaii heißt das. Ich habe das entdeckt, da waren wir zusammen in Urlaub und ich fand das mega geil. Es ist tatsächlich auch noch nicht benutzt, ich fand es im Laden mega geil. Das hat halt irgendwie, es riecht wie so ein Eistee, finde ich, wie so ein Pfirsich-Eistee. Ich bin wirklich mit Body Spice immer hin und her gerissen, aber das hier, das fand ich einfach mal interessant. Und das ist auch so ein Insider-Tipp, ja, warum nicht einfach mal sowas drauf machen? Weißt du, wie lange der hält? Ja gut, der wird jetzt nicht ewig da sein, es ist ja halt nur ein Body Spray, ne? Aber du hast bestimmt ein paar Stunden, ein, zwei Stunden, drei Stunden, was auf der Klamotte, ne? Ich sehe es aus dem Rossmann. Genau, wenn du den vielleicht dann drunter layerst, ja, und irgendwas Fruchtiges noch drüber, was dir gefällt, oder vielleicht was mit Vanille, kann ich mir richtig gut vorstellen. So ein Pfirsich-Vanille-Misch wäre das dann. Guter Tipp. Weiter geht's mal wieder mit einem Atkinsons-Duft, und zwar der The Excelsior Bouquet. Und auch wieder mega günstig geschossen im Outlet. Und ja, ist auf jeden Fall ein guter Duft für ein Büro. Ja. Vertrage ich den sehr gerne. Ist wirklich relativ leicht. Bisschen holzig würde ich den beschreiben. Bisschen würzig, aber ganz leicht. Ja. Ne? Also man kommt den ganzen Arbeitstag mit hin, aber er wird dann schon schwächer. Also es ist jetzt kein krasser Duft wie jetzt zum Beispiel der The Odd Fellows Bouquet. Ja. Aber der ist auf jeden Fall gut. Und für den Preis, den ich bekommen habe, ärgere ich mich auch nicht, dass ich ihn gekauft habe. Wenn man den Originalpreis bezahlt hätte, hätte ich mich vielleicht ein bisschen geärgert. Aber wenn ihr den günstiger bekommt, auf jeden Fall mal testen. Da ist nämlich auch Feuerstein drin. Das finde ich sehr interessant. Das nächste Parfüm durfte sogar kostenlos bei uns einziehen. Das haben wir nämlich geschenkt bekommen von einer coolen Parfümerie. Wenn wir da was auf die kaufen. Genau. Und zwar ist es das Raw von Black & Santal heißt es. Und das ist halt auch ein ganz krasser Duft. Der ist so sehr krautig-holzig, würde ich den auch einordnen. Der hat wirklich eine richtig krasse Krautnote. Also man muss das schon mögen. Ja. Hat für mich auch so Kokosnuss-Vibes, aber keine süßen Kokosnuss-Vibes. Eher so holzige Kokosnuss-Vibes. Ja, er ist schon sehr markant herb. Ne? Herb, krautig, würde ich ihn auch sagen. Also wahrscheinlich ein sehr, sehr schönes Winterparfüm, Herbstparfüm, kältere Tage. Ist aber auch ein sehr lautes Parfüm, so wie ich den wahrnehme. Also ich habe es nämlich auch mal aufs Bein gesprüht. Da bin ich immer... es ist so meine Stelle für Parfüms, wo ich mir nicht so sicher bin. So, und dann teste ich die lieber erstmal am Bein, weil an den Armen kriegt man die ja immer ein bisschen schwerer ab oder die riechen dann einem immer so extrem. Deshalb erstmal auf Distanz. Aber am Bein habe ich ihn auch schon sehr arg wahrgenommen. Also der kuscht schon ganz schön doll. Aber auf dem Streifen riecht er gut? Ja, er riecht auch auf dem Bein gut. Also er riecht auf dem Bein auch so wie auf dem Streifen. Mhm. Dieses krautig, würzig, holzige. Und für gratis? Für gratis ist er super. Wir müssen den jetzt mal testen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese ganz krass krautige... Du bist doch der Krautfan. Ich bin das auch, aber... Der ist mir vielleicht schon ein bisschen zu krass. Weiter geht's Weiter geht's mit einem Parfüm, was die Steffi in ihrer Top 10 Herbstliste drin hat, was ich mir jetzt als Flakon gekauft habe. Was ich die ganze Zeit mit mir rumgetragen habe und dann konnte ich mich nicht entscheiden und dann hat er es aber mitgenommen und ich bin froh, dass er es gekauft hat, weil es einfach geil ist. Ja. Es ist dein. Ja, hier ist die Description von Replica. Es ist das Whispers in the Library Paper and Waxed Wood. Ja, mega. Und ja, das passt ja einfach auch. Ne? Dieses, wie kann man das beschreiben? Etwas holzige, eingewachste Holz. Ja, kommt ungefähr auch hin, würde ich sagen. Ja, ich nehme bei dem eine leichte Süße wahr auch. Und so einen würzigen Touch noch. Genau, ne? also auch wieder super Duft für Herbst, Winter. Ja. Kannst du nichts mehr falsch machen. Also irgendwie diese Replika-Düfte, ich bin da echt wirklich begeistert. Von den meisten, die ich jetzt gerochen habe, außer das Flower Market, das war mir ein bisschen zu blumig. Aber die anderen alle, Hammer, ey, echt. Bisher wirklich gute Erfahrung krasse mitgemacht. Düfte, ja. Ein Parfüm, was ich mir jetzt auch noch unbedingt ergattern musste, ist von, Larif, und zwar das Solare. Ich habe nämlich gelesen, es ist bald irgendwie nicht mehr vorrätig und in vielen Läden ist es auch schon nicht mehr da. Aber das hat Glück. Dieser Duft, den hatte ich als Testprobe mitbekommen und ich muss sagen, das ist so ein geiler Duft. Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach cool. Ich bin gespannt, wie du ihn empfindest. Es ist halt ein Duft, der nach Sonnencreme aber riecht. Sowas von geil. Der soll wohl auch sehr, sehr ähnlich zu Nivea Sun sein. Und also zu dem Parfüm Nivea Sun. Ja, das kann ich im Grunde auch ein bisschen bestätigen.
Aber ich finde, für den Preis, dass man hier zahlt, also ich habe für den, glaube ich, 6 Euro bezahlt für 50 Milliliter. Hm. Und es ist auch immerhin Eau de Parfum, sehe ich gerade. Boah, ich finde das einfach geil, wenn ihr irgendwie mal diese Sonnenlichtgefühle braucht, dann einfach hier die Flasche aufsprühen und dann ist die Haltbarkeit der da. Ja, der ist schon auch ein paar Stunden da tatsächlich. Ja, ist gar nicht so schlecht. Weiter geht's mit den Gold Cedar Nights, auch ein Duft, den ich in meiner Top 10 Herbstliste drin hatte. Und lustigerweise waren wir ja gestern wieder in diesem Outlet, in der Parfümerie, und da waren dann viel weniger Flakons von denen da wie sonst. Also da würde mich mal interessieren, hast du vielleicht einen davon jetzt zu Hause? Boah, das ist so ein krasser Duft. Echt, der ist so, wie ist er denn? Ja. Würzig. Würzig, süß, zimtig. Bisschen rauchig, holzig. Sind auch leichte Kaffeenoten mit drin. Ja, Kaffee, genau, rieche ich da auch. Also für mich ist es die Spice Room 2.0. Also Wahnsinn, der ist so ein schöner Winterduft. Also ich glaube, für mich wäre das fast so ein typischer Weihnachtsduft für Heiligabend, ey. Mhm. Den finde ich so geil, echt, das ist der Hammer. Ja, ich meine, der wird dann später noch ein bisschen vanilliger. Schön, ja. Das ist echt super, also ja. Den haben wir auch günstig bekommen. Ja, und vorher auch nie gekannt, ne, also den hat man ja nirgendwo gesehen. Irgendwo. Und jetzt hatten wir uns den ja geholt gehabt, hat man ja auch gesagt, und finde ich echt krass. Also wir waren ja gestern in dieser Parfümerie und haben wieder in diese Ecke geschaut, wo eigentlich schon seit Monaten diese Parfüms stehen, und da hat sich das deutlich reduziert. Ja, das stimmt. Ja, wie soll es anders sein? Ihr wisst, wir sind Replika-Fans. Anscheinend sind wir das jetzt. Ja, ich habe mir auch das Bubble Bath gekauft, und boah, diesen Duft ist ja nicht so deins, ne? Aber boah, der ist so wunderschön. Das ist so ein Duft, der erinnert mich an so eine, an irgendeinen, ich glaube, es ist ein Philly-Pferd, was früher auch so ein bisschen so gerochen hat. Also es ist echt wie so ein 90er-Jahre-Vibe. Ich glaube, ich hatte mal ein Schmuckkästchen, was auch, wenn du das aufgemacht hast, da war da so eine Ballerina drin, die hat sich so gedreht. Und dann gab es da so eine Musik zu, und es hat aber auch genauso in diesem Schmuckkästchen gerochen. Und dann war das für mich voll der Flashback in meine Kindheit. Und ich habe mir gedacht, den muss ich haben, egal wie, der kommt mit. Ja, hier see Fragrance Description for was? Comforting Clean Accords. Ja. Ja, tatsächlich ist hier auch so ein bisschen Waschmittel-Feeling drin, finde ich auch. Ja, stimmt. Definitiv. Also der riecht wie frisch gewaschen mit ein bisschen, ja, was ist denn das? Bisschen Kokos oder Vanille im Hintergrund? Eher Kokos, wie Vanille. Kann sein. Genau, also wirklich ein wunderschöner Duft. Auch wirklich, da ich kein Kokos-Fan bin, ist es vielleicht nicht so mein Duft. Das stimmt. Aber mir persönlich, also Hammerduft, für mich ein Flashback und auch einige Stunden vorhanden. Ich fühle mich damit einfach so wohl und eingemummelt. Das ist einfach toll. Unboxing! Wie versprochen, ein Unboxing, und zwar das Summa Orential von, wie heißt die Marke? Unui Nomad. Hoffe ich, glaube ich. Schwierig so auszusprechen. Wir sind da auch keine Profis mit den Aussprechen. Wir versuchen euch dann die Düfte einzublenden, den Text runterzuschreiben. Dann könnt ihr das selber lesen, was es ist. Aber mit der Aussprache haben wir es halt einfach nicht. Schwierig, weil wir eben diese Fremdsprachen also wirklich nie hatten. Ne? Französisch, ja. Italienisch, whatever. Ich hatte dann eher Wirtschaft. Und ich hatte dann Latein. Und dann, dann brauchen wir das nicht. So geht's los. Ja, das sind 50 Milliliter. Und ich hatte den Duft ja im Laden getestet, und der hat mich zum einen vom Duft her sehr beeindruckt, aber auch, was ja auch für mich extremst wichtig ist, von der Haltbarkeit. Ach, ich dachte, du sagst jetzt aber auch, mein Schatzi, mich hat der auch übelst beeindruckt. So, hier ist das gute Stück. Mhm. Und die Haltbarkeit hat mich so krass beeindruckt, weil ich habe den halt auf meine Haut gesprüht, und der war viele Stunden da. Ja. Und ich hatte das auch mit einem anderen Parfüm parallel getestet, mit dem Tom Ford Noir Extreme Parfüm. Das war da schon zweimal weg, da war der noch da. Und wir gehen rein in den Duft. Der ist krass. Der ist echt krass. Also wir haben hier wirklich einen sehr, sehr kräftigen Duft. Wir haben hier... Ja, dieses Orientalische kommt halt super raus. Es riecht auch so ein bisschen nach irgendeiner Alkoholnote, Rum, Whisky vielleicht, ich weiß es nicht genau. Patchouli ist drin. Patchouli, ja, die riecht man auch. Die Patchouli? Ja, nee, riecht fantastisch. Also auch so, ja, dieses Orientalische, Süße finde ich auch sehr, sehr... Ich sprühe mir mal auf der Haut. Herausstechend. Sind nicht auch Kaffee drin? Ich weiß gar nicht, was sind da in den Noten. Riecht auch ein bisschen...
kaffeemäßig, ja. Aber ich hatte auch noch andere von dieser Marke getestet, Parfüms. Ja. Und eins roch irgendwie wie so ein nasses Handtuch. Ich glaube, das... Ja. Sehr, sehr witzig. Ja, das ist auch so ein Duft. Da habe ich auch die ganze Zeit immer wieder an die riechen müssen. Ne? Der hat mich ja auch so mitgenommen. Leichte Süßes am Start. Mhm. Würzige, dieses Alkoholische, ja. Ja, und auch hier Preis-Leistung einfach hervorragend, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Ja, also Preis ist schon ein bisschen gehobener. Für die hatte ich jetzt um die 70 bezahlt, für 50 Milliliter. Aber der hält halt auch ewig, ne? Der hält halt. Und der pusht auch ewig, und das halt auch auf der Haut. Ja. Man hat es ja sehr oft, dass du ein Parfüm sprühst auf der Haut, das hält dann nicht so lang. Mhm. Bei mir zumindest hält es extrem lang. Mhm. Ich hatte mir das dann hier reingesprüht und... Da bin ich irgendwann 2 Uhr, also es war so nachmittags, hatte ich mir das aufgesprüht und 2 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts wurde ich wach. Hab dann getestet, ist der Tom Ford noch da, der war leider schon weg. Und hatte dann aber hier gerochen und hat den noch gerochen. Also krass. Voll krasse Haltbarkeit. Ja. Richtig gut. Ah, auch so eine Marke, die so ein bisschen unter dem Radar läuft, finde ich. Ne? Also was ja gehypt ist, ist ja dieses Nothing But Sea and Salt, heißt es, glaube ich. Das ist ja übelst bekannt. Aber ja, hier, den kann man sich unbedingt mal angucken. Ja. Echt für den Sommer, für den Winter und Herbst. Ja. Perfekt. Der wird doch oft als Geheimtipp gesagt. Ja, siehst den du. Hatte einer auch mal, hat gelesen, gesagt, hier, den müsst ihr unbedingt mal testen. Mhm. Können wir auf jeden Fall so weitergeben. Ja. Also ich bin mit dem sehr zufrieden. Ist echt ein Geheimtipp. Wenn ich den jetzt nochmal so auf der Haut rieche, dann rieche ich da auch so dunkle Schokolade raus. Ja, also, ja, dunkle Schokolade. Mit so einer Whisky-Rum-Note. Also so bittere Schokolade. Total. Die essen wir ja relativ viel. Ja. Na, diese hochprozentige Schokolade. Alles so 80 plus. Das riecht so genauso. Krass. Was sind denn deine aktuellen Neuzugänge? Schreib die uns mal unbedingt in die Kommentare. Und wenn du noch die Straßenreaktion sehen willst von den neuen Tom Ford Noir Extreme Parfüm, dann schau unbedingt mal in dieses Video rein. Bis gleich.